Einen wunderschönen guten Morgen. Die Suche nach den Winterhechten geht weiter. Ich bin jetzt in ein komplett neues Revier gefahren und schaue mir jetzt den nächsten Hotspot an. Also was heißt den nächsten? Ich bin jetzt schon 3-4 Stunden unterwegs, habe verschiedene Stellen abgeklappert, mir verschiedene Sachen angeschaut. Und jetzt habe ich hier wieder eine ganz aussichtsreiche Stelle gefunden. Ein Einzugsgebiet, ein kleiner Hafen, wo relativ nah draußen die Schifffahrtskante vorbeiläuft. Habe aber überhaupt keinen Plan, überhaupt keine Ahnung, wie tief es jetzt hier ist. Und immer das Boot aufzubauen, ist ein Riesen-Act. Ich werde jetzt erstmal mir ein anderes Hilfsmittel holen und mal gucken, ob ich einen tiefen Bereich hier finde. Mal abchecken, wie tief das Wasser ungefähr ist. Und dann geht's weiter, das Abenteuer XXL-Hechte im Winter. Ich habe genau für diesen Zweck, um schnell vom Ufer aus mir einen Überblick machen zu können, wie tief es ist, denn ich suche tieferes Wasser, wo jetzt die Futterfische reinziehen in der kalten Zeit, denn da wird der Hecht folgen, mir so eine Lotrute im Auto vorbereitet. Da ist ein kleines leichtes Blei dran und damit kann ich jetzt schnell vom Ufer hier ein bisschen probieren, ob ich eine Rinne finde, wie tief das Wasser ist und mir einen ersten Überblick über den Angelplatz verschaffen. Ich lasse dabei mein Blei immer so in kurzen Sprüngen über den Boden hüpfen, merke dann schon auf jeden Fall, ob der Boden hart oder weich ist. Die Konsistenz vom Boden ist mir jetzt gar nicht mal so wichtig. Aber ich kann anhand von der Absinkdauer des Bleis schon mal sehr gut merken, ob es flach oder tief ist oder ob eine Kante auf dem Weg kommt. Ich habe bald rausgeworfen, langsam reingekurbelt, immer wieder absinken lassen. Und dann merkt man genau, ob man im Tiefen zum Beispiel landet und das Blei eine Kante hochzieht oder ob es überall gleich tief ist. Draußen seht ihr gerade einen großen Pott durchballern. Draußen ist die Fahrrinne und die wird sich irgendwo auch jetzt hier in diesen kleinen Hafen mit den beiden Spitzen hier links und rechts reinziehen. Und genau dort werden die Fische auch lang drücken. Wir haben jetzt zwar kurz vor Weihnachten, aber es ist doch noch relativ warm, ja, dieses Jahr. Ich weiß nicht, was daran schuld ist. Das Ozonloch oder der Treibhauseffekt. Keine Ahnung. Finny ist schon unruhig. Die will jetzt endlich, dass die Köder ins Wasser kommen. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Weiter draußen, zu der Spitze auf der anderen Seite da drüben, habe ich einen tieferen Bereich gemerkt mit dem Blei. Hier am Ufer ist es sehr, sehr flach. Maximal 80 cm bis 1 Meter. Aber drüben an dieser Rinne ist eine tiefere Mulde. Ich schätze vielleicht zu 2,5 Meter, 3 Meter. Aber ich habe hier von dem Platz auch definitiv die Chance. Ich habe ja mein kleines Boot dabei, draußen an die Fahrrinne ranzukommen. Und ich denke, da wird es definitiv noch mal abfallen. Ich glaube, wir werden hier den ersten Versuch wagen. Ich lebe ja bei diesen Touren jetzt im Winter aus dem Auto raus, dementsprechend chaotisch sieht es auch aus. Und da lobe ich mir wirklich mein Dachzelt, denn Finny wird hier unten drin pennen. Ich habe da noch eine Liege stehen, es kommt dann noch ein Kumpel von mir vorbei, ein Mitangler. Also wir werden die Tour zu zweit machen diesmal und ich kann dann nachher ganz bequem oben reinkrabbeln.
und mein Bettchen aufbauen. Aber jetzt heißt es erstmal schleppen. Hier können wir nicht direkt aus dem Auto raus angeln. Ich werde vorne jetzt an der Spitze noch einen Schirm aufbauen, um uns ein bisschen vor dem Wind zu schützen und falls es regnet. Und den Rest jetzt erstmal hier alles am Bulli vorbereiten. Und dann bin ich echt mal gespannt. Es muss ja nicht immer direkt vom Auto aus geangelt werden. Ein paar Meter laufen tut einem gut. Und die wenigsten Angler nehmen das in Kauf. Mein Mitangler Niki ist angekommen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir schon wieder alles eingepackt. Skurrile Aktion. Der junge oder ältere Herr hier, der hier ein Restaurant hat, auf dem Parkplatz, wo wir uns befinden, kam plötzlich raus, nachdem wir alles aufgebaut haben, und hat gesagt, er will nicht, dass wir hier angeln. Laut Angelkarte dürfen wir hier angeln, wir haben Uferbetretungsrecht. Ja, dann ist der junge Mann komplett ausgerastet, wo ich ihm das probiert habe, in normalen Worten zu erklären. So, und um den ganzen Streit jetzt hier aus dem Weg zu gehen, haben wir gesagt, komm, fahren wir weiter, suchen wir weiter. Schade, ich hätte den Spot gerne getestet, aber ein Anwohner hier hat was dagegen, dass wir hier im Winter vom Ufer aus angeln. Der Fehler liegt nicht bei uns. Die Angelkarte sagt, dass wir hier angeln dürfen, aber der Klügere gibt nach. Und jetzt haben wir das Boot schnell oben aufs Dach drauf geschnallt und fahren weiter. Wer weiß, für was es gut ist. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ein kompletter Chaos-Nachmittag liegt hinter uns. Die Ruten liegen jetzt. Vom Platz bin ich nicht so überzeugt. Wir haben uns mehrere Sachen jetzt noch angeguckt, nachdem wir verjagt wurden. Aber es ist in solchen Situationen, auch wenn man sich sicher ist, dass man im Recht ist, immer besser, glaube ich, der Konfrontation ein bisschen aus dem Wege zu gehen. An ein paar guten Spots waren andere Angler gesessen. Und jetzt haben wir noch einen relativ interessanten Spot gefunden. Ich bin nicht so 100% davon überzeugt, aber wir probieren jetzt mal unser Glück hier heute Nacht. Ich werde jetzt auf dem Handy mir noch ein paar Sachen angucken. Wir werden bis morgen Mittag so um 10, 11 Uhr angeln. Das war in der vergangenen Phase, also da müssen Bisse kommen. Und dann werden wir weiterziehen. Naja. Aber das gehört dazu, ja. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Ahnung, aber wenn hier halt die falschen Angler auftauchen und irgendwo Probleme machen oder Dreck hinterlassen, so wie im letzten Wintervideo, was ich euch gezeigt hatte, sah es ja aus wie Sau, dann ist natürlich klar, dass die Einheimischen hier, die alle sehr, sehr nah am Wasser wohnen, irgendwann Zorn kriegen und dann halt nicht mehr unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, ansonsten geht es morgen weiter. Das größte Problem allerdings sehe ich in diesen krassen, hohen Außentemperaturen. Normalerweise, ja, es ist fast Weihnachten, die Glöckchen klingeln, hat man jetzt hier tagsüber Minusgrade und nachts richtig Minus. Das sind dann die Phasen, wo sich auch die dicken Fische hier in diesen Bereichen sammeln, die wir ansteuern. Aber momentan ist es, geht zwar ein bisschen kalter Wind, aber es sind glaube ich 8 oder 9 Grad jetzt noch am späten Nachmittag. Naja, dranbleiben. Bisher ist noch kompletter Totentanz. Keine Aktion. Die Temperaturen ziehen etwas an jetzt, aber es ist wirklich nicht kalt. Ja. Ich schätze mal, wir haben jetzt 4-5 Grad Plusbereich und das fast Ende Dezember. Also ist schon Wahnsinn, wie sich alles hier ändert. Gut, bei der letzten Tour hatten wir nachts auch so gut wie keine Aktion. Im Morgengrauen ging es dann los, nachdem wir alles frisch gesetzt haben. Aber vielleicht ist der Platz auch nicht der richtige. Naja, morgen früh auf jeden Fall wieder früh raus. Alles nochmal frisch setzen. Und dann spätestens zur Mittagszeit werden wir weiterziehen. Bin gespannt.
Bis später. Ganz schneller Biss, läuft gut die Schnur jetzt. Das ist jetzt auch schon weg, weil ich so lange gewartet. Muss ich weg? Zu weg. Hier könnt ihr es euch angucken, das Chaos. Ich sag nur, wenn es schon blöd läuft, läuft es richtig blöd. Wir haben jetzt 2 Uhr. Vor einer halben Stunde kam ein Sicherheitsdienst zu uns gefahren an den Angelplatz, wo wir auch nachtangeln dürfen. Und hat auch gesagt, der Anwohner hier möchte nicht, dass ihr hier nachts angelt. Das ist Privatland. Jetzt haben wir das zweite Mal alles eingepackt. So sieht es jetzt gerade in meinem sonst aufgeräumten Bulli aus. Unsere Köder sind immer noch einsatzbereit. Die haben wir hier vorne hinter die Motorklappe gelegt. Bleiben sie schön kalt auf jeden Fall und frisch. Aber jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Alter Vater, Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Naja, einen Platz finden jetzt hier heute Nacht und in den Morgenstunden ist Quatsch. Niki muss das ganze Auto ausräumen. Der pennt auf der Liege. Und dann morgen früh einen Kaffee trinken und weiter geht's. In der Hoffnung, irgendwie einen Bereich zu finden, wo die Anwohner mit uns leben können. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber ich glaube, dass irgendwelche Angler hier Schindluder getrieben haben, wenn die Leute so komisch reagieren. Schauen, dieser Sicherheitsdienst sagt, ich habe gesagt, hier dürfen wir Nacht angeln. Steht ja auf der Karte alles drauf, sagt er, ja, es stimmt, aber nur auf dem Wasser. Und ich sage, dann hocken wir uns halt auf unser Boot. Naja, macht keinen Spaß. Aber weiter geht die wilde Fahrt. Ich mache jetzt hier kurz ein bisschen Ordnung und morgen früh geht's weiter. Wahnsinn. Aber sowas muss man, glaube ich, auch mal zeigen. Nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe perfekt geschlafen, ist ja auch kein Wunder, wenn nachts nichts piepst, ja, oder wenn unser Angelplatz so aussieht. Moin Niki. Morgen. Ach ja, ach ja. Naja, schauen wir mal. Hab mir heute früh im Auto schon ein paar Gedanken gemacht, ein paar neue Spots rausgesucht. Wir werden jetzt hier alles zusammenraffen und dann geht's weiter. Wir sehen uns gleich am Wasser und ich hoffe, dass ab heute alles hier ein bisschen normal abläuft. Ich zeige euch gleich mal kurz, wie das auf meiner Karte oder auf meiner App aussieht.
mit den Angelrevieren. Und was dann plötzlich, gab es bisher noch nie, doch für Probleme auftreten können. So, das ist meine App jetzt, die ich hier nutze, um Angelplätze rauszusuchen. Also ich kann jetzt mir jeden beliebigen Angelplatz, der interessant aussieht, mir anschauen, wie bei Google Maps oder Google Earth. Stelle mir dann diese Verkehrsskala ein, gebe meinen Filter ein. Seht ihr hier oben, Nachtangeln, dritte Angel, Gewässer mit Nachtquartier. Aktualisiere das Ganze und sehe jetzt hier ganz genau, wo ich nachtangeln darf und wo es hellblau ist, wo ich nicht nachtangeln darf oder diese Filter, die ich aktiviert habe, nicht zutreffen für meine Angelkarte. Ich habe hier Nachtangelgewässer eingegeben, dritte Angelgewässer, darf hier in manchen Regionen mit drei Angeln angeln und Uferabschnitte, wo ich auch am Wasser bleiben darf. Dunkelblau bedeutet also, mit meinem Verein, mit meinem Fisspass darf ich hier unterwegs sein. Rot müsste ich mir einen anderen Fisspass dazu kaufen. Und hellblau bedeutet, ich darf hier nichts. Diese Sachen haben wir uns gehalten, auf so ein Ufer gesetzt und hatten gestern nur Probleme. Aber nicht, weil das Angeln dort verboten war, sondern weil das Ufer irgendeinem Privatier gehört und der nicht will, dass wir da nachts vom Ufer aus angeln. Also wir hätten uns ins Schlauchboot setzen können, wir hätten dann uns ins Wasser stellen können, alles kein Problem, haben es uns auch so mitgeteilt, aber kein Uferbetretungsrecht. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Wir dürfen in Deutschland als Angler, haben wir 3 Meter Uferbetretungsrecht bei staatlichen Gewässern. Hier ist das ein bisschen anders. Wir müssen uns dran halten. Ich hoffe jetzt bloß, dass jetzt die nächsten Spots, wir wollen ja viele neue Sachen probieren, viele neue Sachen kennenlernen, dass dieses Problem sich jetzt nicht häuft. Damit wir wirklich jetzt mal langsam in aller Ruhe die Routen ein paar Stunden im Wasser haben. Abfahrt zum nächsten Platz. Komplett die Hölle los, aber auch kein Wunder. Dieser Platz hier war sehr, sehr oft bei einem großen YouTube-Format zu sehen. Also hier sind überall Angler. Alles voll. Alles voll mit Anglern. Unter der Woche. Das ist wirklich krass. Überall sind da die Hechtruten zu sehen. Überall die Stöpsel. Das ist natürlich schön, ja, wenn viele Leute sich fürs Angeln interessieren in bestimmten Regionen. Macht es dann natürlich aber auch schwerer, aussichtsreiche Plätze für den Dicken zu finden. In dem Hafen werden sicherlich viele große Hechte unterwegs sein, aber kriegen halt auch öfters mal einen drauf. Deswegen suche ich mir lieber irgendwas, wo es ein bisschen ruhiger ist. Die Fische nicht so viel Trouble den ganzen Tag haben. Also da waren bestimmt, keine Ahnung, am Dienstag früh 30, 40 Angler jetzt gestanden. Ist zwar kurz vor Weihnachten, aber das ist schon verrückt, ja, so viele Leute. Naja, wir suchen weiter. Naja, wir haben einen vielleicht ganz aussichtsreichen Platz gefunden. Draußen läuft ein großer Kanal, hier geht es in den Hafen rein, schönes Dreieck. Einzige Problem, komplett zugewachsener Schilfgürtel hier vorne am Ufer. Und wir müssen irgendwie die Routen stellen und irgendwie mit dem Boot auch ans Ufer rankommen, im Schlauchboot.
Wir probieren es jetzt ein bisschen Platz zu machen. Vielleicht fischen wir auch nur 3-4 Ruten, was wir unterkriegen. Aber ich denke, das werden wir jetzt probieren. Es ist schon wieder Mittagszeit. Ja, jetzt im Winter rennt die Zeit so. In 4 Stunden ist schon wieder stockeduster. Aber das sieht ganz gut aus. Ich denke, hier werden wir es probieren. Und laut Karte, laut App, dürfen wir hier stehen, angeln und auch nachts die Köder baden, ja. Aber mal schauen. Bisher gab es ja nur Pleiten, Pech und Pannen. Aber alles wird gut. Meistens so beim Angeln. Wenn es heavy losgeht, hört es meistens grande auf. Abfahrt. Ich werde einmal einen schönen Hering anbieten. Eine kleine Makrele am Stück und ein schönes Rotauge. Wir bereiten jetzt die Ruten vor. Achte darauf, dass die Köder immer schön gestreckt am Vorfach hängen, also kein allzu großer Druck drauf ist. Der hintere Drilling schön in der Schwanzwurzel hinten drin und der vordere dann leicht kurz vom Kopf eingehangen. Sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Direkt hinter der Schilfkante fällt die Kante auf 4 Meter ab, also sieht wirklich interessant aus. Wir haben probiert, einen guten Mix reinzubringen zwischen Salz- und Süßwasserködern. Wir haben 2 Rotaugen draußen, 2 Heringe und 2 Makrelen. Also der Tisch ist gedeckt, wenn die Muttis Bock haben. Hunger habe ich auf jeden Fall jetzt auch und ich zeige euch mal was richtig, richtig Leckeres. Seit einigen Jahren jetzt ist ja Y-Food ein sehr, sehr treuer, leckerer und sattmachender Begleiter bei meinen Touren. Und endlich, ich liebe ja diese Teile, gibt es auch eine heiße Mahlzeit, ein Hot Bowl von Y-Food. Ihr könnt euch da entscheiden zwischen Mexican Chili, Thai Curry und einer italienischen Pasta. Absoluter Hammer. Und diese Hot Bowls sind ganz einfach und schnell zubereitet. Das kochende Wasser einfach bis zur Markierungslinie drüber schütten. Gut umrühren. Oh, das duftet schon richtig lecker. Und jetzt den Deckel verschließen. 5 Minuten später einfach öffnen. Nochmal durchshaken und ihr habt eine komplett ausgewogene Mahlzeit. Also das ist nicht einfach so eine normale 5-Minuten-Terrine, wie ihr sie aus dem Supermarkt kennt. Es bringt richtig Power. Und ist richtig lecker und sogar richtig spicy. Genau das Richtige jetzt bei dem nasskalten Winterwetter. Draußen am Spot tauchen Kormorane. Finde ich nicht so cool. Es kann natürlich passieren, dass sie unsere Köder aufnehmen. Sind noch ein bisschen weiter draußen. Wir haben die Köder relativ nah an der Kante geparkt. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass Futterfisch am Spot ist. Sonst würden die Jungs nicht runtergehen. Und da, wo das Futter jetzt im Winter ist, da sind auch die Hechte. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder am Packen. Keine Angst, diesmal ist alles
gut abgelaufen. Wir hatten eine tolle, entspannte Nacht. Keine Probleme, aber leider auch keine Aktion. Ich hatte heute Nacht um 4, um 5 ein paar Piepser. Der Swinger hat sich ein bisschen bewegt, aber dann beim Kontrollieren war gar nichts. Vielleicht ein Blässhuhn oder ein Krebs hat sich irgendwo zu schaffen gemacht. Keine Aktion, ja. Und wir wollen jetzt halt am Ball bleiben. Klar könnten wir sitzen bleiben. Deadbaiting bedeutet nicht immer direkt fangen. Oftmals muss man auch viel, viel Zeit investieren, um einen Biss zu bekommen. Aber ich bin der Meinung, wenn die Fische hier sind und auch Bock auf die Köder haben, also am Grund sammeln, hätten wir Aktion bekommen. Der Platz war komplett unbegangen, also hier ist kaum Angeldruck gewesen. Spinnfischer waren unterwegs, aber das hat mit dem Deadbaiting, mit den Happen am Grund eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Ja, also da darf man dann nicht drauf gehen. Es ist nichts passiert. Fische sind sicherlich da, aber sie haben keinen Bock. Das werden, vermute ich, wirklich diese warmen Temperaturen sein. Wir haben jetzt, ich habe vorhin auf dem Thermometer geguckt, wir haben jetzt 9 Uhr und haben 10 Grad. Und das kurz vor Weihnachten. Ja. Also das ist wirklich, das ist ein verrücktes Fest. So, wir werden weiterziehen. Ich habe mir jetzt was ganz komplett anderes rausgesucht, überlegt. Wir werden jetzt in ein komplett abgeschottetes Gebiet mal fahren. Schauen uns das mal an. Ja, müssen dranbleiben. Es gibt so viele Situationen beim Deadbaiten, wo es einfach nur ohne Ende knallt. Aber es gibt auch die Situation, wo wir arbeiten müssen. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt so ein richtiger Kampf gegen Windmühlen wird, dass vielleicht die Fische überhaupt keinen richtigen Bock aktuell haben auf das Sammeln von Happen am Grund. Vielleicht ist es definitiv zu warm. Vielleicht waren wir aber auch jetzt aktuell an den falschen Spots. Naja, was soll's? Weiter geht die Suche. Abfahrt. Der große Vorteil bei solchen Erkundungstouren ist natürlich, dass wir jetzt aus dem Auto rausleben. Relativ schnell und flexibel unterwegs sind. Auch das kleine Boot, das können wir immer überall schnell reinheben und in dem Fall jetzt sogar aufgeblasen lassen und aufs Dach drauf schnallen. Für die Fahrtstrecke dann tagsüber, wenn wir ein neues Gebiet suchen. Und wir sind halt wirklich richtig schnell dann morgens. Ja. Wird alles reingekracht und dann geht die wilde Fahrt weiter. Sicherlich haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, an irgendwelche Plätze ranzukommen, die nicht mit dem Auto erreichbar sind. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber es gibt hier so viel Wasser und so viele Möglichkeiten, dass man doch ganz bequem viele Sachen mit dem Bulli erreichen kann und dann auch ganz schnell und flexibel angeln kann. Das Gebiet, was wir jetzt anfahren werden, hat eine kleine Besonderheit. In diesem Gebiet dürfen wir nachts nicht angeln, sehe ich aber nicht als großen Nachteil. Denn beim Deadbaiten, wenn die Fische laufen, kriegt man auch tagsüber seine Bisse. Ja, wir müssen einfach nur wieder flexibel und schnell bleiben. Morgens bei Zeiten die Ruten raus, abends dann reinholen, also diese Phase gut durchangeln, immer wieder frische Köder bringen und dann werden wir sehen, ob da jetzt was passiert. Wenn dann auch nichts passieren sollte, ja, werden wir morgen wieder weiterziehen. Ja. Es ist jetzt immer die Frage, rennen wir vielleicht sogar vor den Fischen weg, also bringt es mehr, einfach noch einen Tag dran zu hängen und sitzen zu bleiben. Aber ich will jetzt die Phase nutzen, wo ich der Meinung bin, dass sie eh relativ schlecht beißen oder es zäh läuft aufgrund der hohen Außentemperaturen, dass die Fische noch nicht richtig als Sammler unterwegs sind, mir möglichst viele Spots anzuschauen für die Phase oder für die Zeit dann, wenn die klärende Kälte kommt. Denn dann kenne ich mich bestens aus und kann ganz schnell die richtigen Spots, die ich im Gefühl habe, anfahren. Aber schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Fahrt vor uns und dann sind wir am nächsten Gewässer angekommen. Ich grüße euch wieder am Wasser. Wir haben eine wahre Irrfahrt hinter uns, haben uns viele, viele Sachen angeguckt, waren mit vielen Sachen, sage ich mal, etwas skeptisch oder nicht ganz zufrieden. Und jetzt haben wir hoffentlich einen guten Spot gefunden. Wir sind in einem Hafengebiet unterwegs mit Zugang
doch wieder zu einem großen Meer. Also wir haben uns das komplett abgeschottete Stück angeschaut, aber es war eine große Parkanlage, viele, viele Spaziergänger, sehr, sehr klares Wasser. Und es hat mir irgendwie nicht zugesagt. Ja. Und jetzt haben wir hier was gefunden und hier sieht es ganz interessant aus. Natürlich haben wir hier die gleichen Temperaturen wie an den anderen Plätzen auch. Sommerlich warm, der Wind geht ein bisschen, aber 12 Grad jetzt hatten wir im Auto. Wahnsinn, ja. Aber wir bleiben dran, wir probieren es. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Das Wichtigste, was ich jetzt erstmal checken muss, dass unsere Köderfische nicht auftauen. Weil mit sowas habe ich eigentlich jetzt nicht gerechnet, mit so hohen Außentemperaturen. Ich habe 3-4 gefrorene Wasserflaschen mit in die Kühlbox rein, aber sind jetzt schon gute 2 Tage unterwegs. Wenn die Köfis auftauen, dann haben wir ein Problem. Denn dann werden sie Matsche und dann können wir eigentlich theoretisch auch nach Hause fahren. Da ist noch gut Eis in der Flasche drin. Hier ist auch noch Eis drin. Ja, sind noch kalt. Sind noch kalt und teilweise richtig gefroren. Das ist wichtig. Weil wenn die jetzt auftauen würden, dann wäre es das Ende. Aber Köfis sind eiskalt, frisch. So, ich baller jetzt schnell die Ruten raus. Wir sehen uns später wieder. Drückt uns die Daumen, dass es jetzt Richtung Mutti geht, Richtung Winterhecht und nicht noch mehr Blödsinn passiert. Scheiße, der hängt drin. Hol mal schnell eine Schere, dann Messer. Der rennt richtig. Kescher. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein.
komplett zerfetzt. Naja, es hört nicht auf, unsere Pechsträhne. Ach, Mann. Guckt euch das mal an. Komplett zerballert hat er den. Hier sieht man die Zähne überall drin. Zack, zack, schön geschlitzt. Ach ja, was soll ich sagen? Wenn es schon blöd läuft, dann kriegt man noch mal richtig eine dazu auf den Sack. Wahrscheinlich, vermute ich, hat es jetzt alles ein bisschen zu lange gedauert, bis ich auf dem Boot war. Ich angel hier um diesen Schilfgürtel hier ein bisschen außen rum. Hab keinen direkten Weg zum Fisch, also muss mit dem Boot da hinterher. Und den Hering hat er richtig schön zerlegt. Das ist ganz klar, wenn die frisch aus dem Eis kommen, sind die richtig robust. Aber wenn die dann im Wasser auftauen, werden sie weicher. Und das war kein schlechter Fisch. Man sieht überall schön die Einschusslöcher hier von den Zehen. Komplett zermatscht, ist auch gut reingelaufen, aber wahrscheinlich die Haken zu klein. Ich habe extra kleinere Drillinge draufgesetzt, weil die Fische ja sehr sensibel waren, wir kaum Bisse hatten, aufgrund noch der hohen Außentemperaturen. Ja, und das ist jetzt der Fehler und wird hammerhart bestraft. Okay, neues Vorfach, Rute beködern, wieder raus, weiter geht's. Nächste muss sitzen. Jetzt zieht der Nebel wieder auf. Wenn wir Pech haben, war das jetzt auch schon unser Beißfenster. Es ist hell geworden, die Sonne war draußen, richtig schön. Kommt der Hub, war ja vorhin kurz auf der linken Rute ein Anfasser. War ich mir nicht ganz sicher, weil er stehen geblieben ist. Die muss ich jetzt auch noch mal kontrollieren. Und kurze Zeit drauf, an der rechten Rute, auf den Hering der Biss. Ja. Und verdummbeutelt. Oder was heißt verdummbeutelt? Normalerweise ballern sich die Fische im Winter jetzt die Köder richtig rein und hängen. Aber ich denke jetzt aufgrund der verrückten Wetterlage kurz vor Weihnachten sind sie ein bisschen sensibler, nicht richtig genommen. Ich habe zu viel Zeit gebraucht, um aufs Boot zu gehen, rauszufahren, Kescher zu holen und alles. Naja, und dann ausgespuckt. Das ist mein Angelweg. Da vorne im Nebel erkennt er so ein bisschen die Öffnung vom Hafen. Und das ist schon eine weite Strecke. Aber hier im Ruhigen ist nichts passiert. Die Häfen oder die ruhigen Bereiche werden auch erst richtig interessant, wenn es kalt genug ist, sich viel Futter hier drin sammelt und die großen Hechte dann auch hier reinziehen. Also es werden immer Hechte hier drin sein, aber wenn die noch keine Deadbaits am Grund aufnehmen, müssen wir ein bisschen raus an die Kanten und da lag die Rute. Ich zeige euch mal den Spot und vielleicht klappt es jetzt. Es sind auf jeden Fall jetzt größere Haken drauf auf unserem Hering. Wir haben hier in der Rinne, jetzt baut sich langsam aufs Echolot, eine Wassertiefe von 3 Metern. Zum Ufer wird es flacher. So, und hier kommen wir jetzt in den heißen Bereich. Hier kam die Aktion. Und da legen wir es jetzt auch wieder hin. Richtig gespenstisch hier draußen. Vorhin war die Sonne so schön draußen. Jetzt nur noch dichter Nebel. Und hier seht ihr die Bojen stehen. Was man noch davon sieht, in dieser Rinne, hier ist die Köder abzulegen an der Kante. Hier seht ihr auch Futterfisch, ist hier unterwegs. Das ist der Spot. So, auf ein neues.
Euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass ich jetzt hier plötzlich eine weiße Mono drauf habe. Das liegt daran, dass wir noch vorhin kurz Kontakt zu einem Boot hatten, was irgendwie meine Schnur erwischt hat. Also immer ganz wichtig beim Hechtangeln, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Ersatzschnur mit. Es kann immer sein, dass da euch mal eine Schiffsschraube in eure Montagen reinballert, wenn die Ruten nicht tief genug liegen. Ich habe auf jeden Fall gute 50, 60 Meter Schnur verloren. Das kommt auch noch dazu jetzt hier, zu dieser Pleiten-, Pech- und Pannentour. Aber zum Glück hatte ich noch Ersatz dabei. Biss. Ganz vorsichtig nehmen die Fische die Köder auf. Schon wieder rum. Wahnsinn, was ist da jetzt nur faul? Ich glaube, Finny hat so langsam auch die Schnauze voll. Ich werde dem Drama jetzt hier ein Ende setzen. Es soll einfach nicht sein. Es ist später Nachmittag. Es kam keine Aktion jetzt mehr. Beide Ruten liegen jetzt wieder ganz, ganz still, keine Piepser, kein gar nichts. Heute Mittag in der Beißzeit, im Beißfenster, habe ich es wahrscheinlich selber versaut durch die zu kleinen Haken auf dem Köder. Keine Ahnung, aber dieses Mal ist wirklich alles, ich will nicht unbedingt sagen schief gelaufen, aber wir wurden schon knallhart auf den Boden der Tatsachen geschmettert. Das warme Wetter ist uns gegen den Strich gelaufen und wahrscheinlich auch gegen den Hunger der Hechte. Am ersten Angeltag wurden wir mittags nach dem Aufbauen von einem nicht uns wohlgesonnenen Kneipenbesitzer hier am Ufer vertrieben. Nachts dann vom Sicherheitsdienst zum Einpacken gezwungen. Die letzten zwei Tage, da hat alles gepasst. Aber die Hechte hatten absolut keinen Bock. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mir wieder viel angeschaut, viele neue Plätze probiert. Man kann auch nicht immer gleich da als Sieger aus so einer Sache herausgehen. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Aber erst jetzt, wenn die eisigen Temperaturen wirklich am Start sind. Denn dann, glaube ich, schieben die Hechte richtig Kohldampf und noch mehr Fische sammeln sich hier in diesen ruhigen Bereichen neben den großen Meeren. Genauso kann Angeln sein und ich denke, das muss man auch mal oder sollte man auch mal zeigen können. Nicht nur immer die Siegesstrecken abfeiern, sondern auch mal zeigen, wie es sonst so manchmal laufen kann. So knallhart, wie ich es jetzt erlebt habe, war es zum Glück sehr, sehr selten. Es war ein tolles Angeljahr für mich, aber es gehört dazu. Ich fahre jetzt nach Hause, feiere mit meiner Familie Weihnachten und wünsche euch auf diesem Wege auch ein ganz, ganz tolles, schönes, erholsames, beruhigendes, gediegenes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Und dann starten wir wieder neu ans Wasser. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch. Bleibt gesund und verliert den Spaß am Angeln nicht. Auch wenn ihr selber mal in so eine Situation hier am Wasser kommt oder solche verrückten Erlebnisse meistern müsst. Es geht immer weiter und das nächste Mal wird es besser. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.